Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei HNZ Hands King of the Game. Ich muss die ganze Zeit so lachen, der eine Typ läuft die ganze Zeit einfach rum. Easy Wins, Easy Skins. Keine Ahnung, warum ich das lustig finde, aber ich find's cool. Und wir sehen uns gleich in der Arena. Okay. So Freunde, ich hab mich... Hey. Da starten wir hier direkt nackt in-game. Ich hab mich wieder eingekriegt, wollte ich gerade sagen. Aber das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Ja... Schön, dass ihr eingeschaltet habt nochmal an der Stelle. Und wollen wir zum Supermarkt? Sieht so aus, als ob niemand zum Supermarkt geht. Dann nehmen wir uns den Supermarkt. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig. Und wir werden mal sehen, was wir hier erreichen können. War das mein Fallschirm? Ich glaube. Und so wie es aussieht, will hier niemand rein. Das ist gut. Hat das Ding... Das Ding hat, glaube ich, auch einen Hintereingang, oder? Weiß ich gerade gar nicht so. Oh, hab ich mir erschrocken. Ich habe jetzt schon. Jetzt. Oh Gott, ich habe Paranoia. Ich sehe, ich kann tote Menschen sehen. Also noch nicht, aber ich werde hier tote Menschen. Nehmen wir die erstmal mit. Ja, komm, nimm erstmal mit. Sicher. Den nehmen wir. Ne, Motorradhelm lassen wir mal liegen. Oh, hier wird geschossen. Die nehmen wir auch mit und laden wir auch gleich mal nach. So, dann schauen wir mal hier hoch. Sagt da noch was? Nee. Schauen wir mal, was hier oben so rumliegt. Aha, eine AK. Nice. Damit können wir arbeiten, Freunde. Den Helm nehmen wir mit. Und damit können wir auch arbeiten. Aber dafür müssen wir erst den Revolver... Kann man das hier austauschen? Kann ich das T-Shirt so noch? Nee, kann ich nicht. Okay, wir nehmen die Shotgun mal mit. Müssen wir auch noch nachladen. So, ist da hinten noch irgendwas? Und man kann hier oben auf das Dach? Wusste ich noch gar nicht. Darf man nur nicht runterfallen. Das war ja... Oh, geil, hier liegt ja auch noch Zeug. Cool. Hier waren wir noch nie. Und ich wusste auch bis eben nicht... Alter, hier kann man so noch hoch. Ich wusste bis eben noch nicht mal, dass es das hier gibt. Ist aber schön zu wissen. So, dann sammeln wir jetzt hier mal noch die ganze Munition ein. Dann gehen wir mal hoch auf das Dach und dann gucken wir mal, was man von da aus alles sehen kann. Natürlich... Ah, da ist noch ein Medikit. Das holen wir uns auch. Wenn wir runtergefallen wären, hätten wir es auch auf jeden Fall gebraucht. So. Geiler Scheiß. Nein, Granaten sammeln wir nicht mehr ein. Wer jetzt sich fragt, warum, guckt bitte die letzten Folgen. Danke. So. Kann ich da nicht... Ja, okay. Wir kommen doch nicht aufs Dach. War eine dumme Idee. Ach ja. Wäre aber cool gewesen, wenn es denn gegangen wäre. Was ist das da? Achso, ist nur eine Pistole. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier war der Weg. So. Bloß mal... schauen, dass jetzt hier niemand ist. Das wäre nämlich eher ungünstig. Okay, scheint aber nicht so zu sein. Okay, wir laufen aber trotzdem mal da hinten lang. Weil Schüsse höre ich hier immer noch und es kann halt immer jederzeit sein, dass hier einer reinkommt. Da ist ein Rucksack, den nehmen wir einfach mal mit. Ihr wisst warum. Daraus können wir uns nämlich ein paar Bandagen craften. Wir schauen mal hier hinten noch. Ja genau, hier ist der Hintereingang. Und hier kann man auch rein. Darum gucken wir jetzt bloß mal, dass hier keine Waffen liegen. Okay. Duck dich. So. Da liegen noch Helme. Hier ist noch Munition. Wir looten das ganze Ding komplett leer. Und dann gehen wir... Oh, da hinten. Oh, da liegt noch eine Eier. Nein, die Magnum brauche ich nicht. Hier weg. Yay! Kann die auch weg. Alter, wir haben alles. Nice. Okay. Jetzt darf nur niemand kommen. Das wäre ganz geil. Wenn jetzt niemand kommt, dann sind wir richtig krass ausgerüstet. Und können ja echt was reißen, muss ich sagen. Zumindest mit dem Loot bis jetzt.
Ob wir selber dann mit unseren Fähigkeiten hier noch was reißen können, ist eine andere Sache. Aber waffentechnisch sind wir jetzt perfekt ausgerüstet. Dann können wir jetzt hier mal so ein bisschen looky-looky machen, was da draußen los ist. Ja, wir haben eigentlich keine Eile. Wir können eigentlich echt warten, dass was passiert. Auf der Map sehen wir noch nichts. Wir sind hier ziemlich safe, würde ich erstmal behaupten. Okay, jetzt wurde es auf der Map markiert. Wir sind bei D5. Ja, okay, wir müssen auch nicht so weit. Wir müssen nach Nordosten, das ist in die Richtung. Das heißt, wenn hier jemand herkommt, dann von der anderen Seite. Das heißt, solange wie die Map jetzt noch nicht sich zusammenschließt, safen wir einfach mal die Seite hier. So, schön feige. So, warten wir hier. Wenn jetzt jemand kommt, tot. So ist zumindest der Plan. So, können wir mal in der Zeit ein bisschen Facebook checken. Nein, war natürlich nur ein Spaß. Nein, ich habe nicht Facebook gecheckt. Vielleicht habe ich mal kurz reingeguckt. Immer diese Handysucht. So. Ist total spannend, wie die sich da draußen abschießen. Aber scheint viele Leute... Ne, sind alles ARs. Es hat niemand eine AK. Weil niemand so cool ist wie wir. So. Das wäre jetzt so geil, wenn hier einer vorbeirennen würde und dann... Bam, bam, bam. Nice Camper. Der würde sich dann wahrscheinlich... Also der kann uns ja reporten für seinen letzten Tod. Aber ist Campen verboten? Ich meine, das ist ein Survival, ne? Es geht hier ums Überleben. Und wenn ich halt campen möchte, um zu überleben, dann ist das doch meine Sache, oder? Wie seht ihr das? Ich meine, ich würde mich persönlich auch sehr darüber aufregen, wenn ich jetzt hier vorbeilaufe und hier campt halt jemand. Aber ich denke mal, es gehört einfach zum Spiel. Es gehört einfach dazu, Freunde. Ja, es ist halt, ja, selbst wie bei Call of Duty, Battlefield oder so, wenn halt immer sagt, ja, scheiß Camper. Aber er holt halt Kills und er überlebt. Das ist halt Sinn der Sache. Und es funktioniert. Ich meine, ich bin auch so, ich hasse Camper. Aber ja, warum nicht? Ich meine, hier geht's ja jetzt nicht nur um irgendeinen Rundengewinn. Nee, hier geht's um den King of the Kill, Freunde. Lass das mal auf der Zunge zergehen. King of the Kill. Ja? Wir wollten, und das heißt töten, nicht tot sein, töten. Andere töten. So, nicht töten lassen. So, okay, dann schauen wir. Achso, hier sind zwei Türen. Das Ding ist, ich traue mich jetzt hier irgendwie nicht raus aus dem Gebäude. Okay, hier vorne wird schon wieder scharf geschossen. Direkt vor der Tür, habe ich das Gefühl. So laut wie das ist zumindest. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich da hingehen sollte und gucken sollte oder ob ich mich doch lieber hier hinten auf meinen Kisten noch ein bisschen verkrieche. Ach, ich weiß es nicht, Freunde. Wir könnten natürlich jetzt so alles ein bisschen im Auge behalten. Der schießt von da hinten. Bin mir nicht sicher. Bin gerade noch ein bisschen unschlüssig, wie wir das jetzt hier weiter angehen. Aber erstmal bin ich dafür, dass wir das hier alles zerschreddern. So, man sieht ja so ein bisschen transparent durch das Menü, was da hinten los ist. Das heißt, wir sollten eigentlich rechtzeitig erkennen, wenn jemand kommt. So, sieht eigentlich alles gut aus. Wir müssen mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ich meine, ein Stück laufen müssen wir ja trotzdem noch. Aber bis jetzt kamen nur Schüsse von da. Eventuell ist man ja sogar ziemlich safe, wenn wir jetzt hier hinten lang rennen, wie wir es erst vorhatten. Natürlich machen wir nicht die Tür auf, wir haben noch 60 Sekunden. Wollen wir mal schauen, ob wir hier jemanden sehen? Da hinten qualmt was. Kann sein, dass da jemand mit seinem Auto steht. Von wo beschießen die sich denn? Ich sehe halt niemanden.
ist interessant. Ich habe keine Ahnung. Ich höre Schüsse und die müssen ja auch von da kommen, aber ich weiß nicht von wo genau. Okay, auf jeden Fall müssen wir jetzt laufen. Wir haben jetzt leider keine Zeit hier, uns so lange aufzuhalten. Oder was heißt leider? Leider ist wahrscheinlich der falsche Begriff. So, dann gehen wir einfach mal hier rüber. Weil ich glaube, hier sind wir ein bisschen sicherer als auf der anderen Seite. So, und dann... Ja, wir müssen nach Nordosten. Das ist jetzt natürlich auch nicht so schön, dass wir jetzt hier rumlaufen müssen. Jetzt hätte ich gesagt, können wir vielleicht da hoch, aber... Es würde einfach zu lange dauern, da hochzukommen. Ich sehe immer noch niemanden, der da schießt. Das ist natürlich doof. Aber wir sollten gleich safe sein. Wenn wir es in den Wald schaffen, sollte es eigentlich safe sein. Eigentlich. Ja, doch, das sieht gut aus. Müssen wir, warte mal, wir sind jetzt D5. D5, ja, hier oben sind wir jetzt wahrscheinlich so. Wir müssen noch ein bisschen nach Norden und dann können wir nach Osten. Jetzt direkt nach Nordosten zu laufen, wäre einfach zu auffällig. Wir laufen jetzt hier noch ein Stück hoch und dann hinter der Stadt quasi nach rechts, sodass wir immer im Wald ein bisschen bleiben. Ich denke einfach mal, das ist taktisch das Cleverste, was wir hier machen können. Bevor die beiden Krawallos da kommen, die sich die ganze Zeit beschießen. Es sind auch schon nur noch 36 Spieler. Ich weiß halt auch nicht, ob die jetzt alle hier bei uns sind oder woanders. Das ist halt jetzt auch wieder so eine Frage. ...35 Leute... ...schießen wir noch ab. Da ist ein Turm. In so einem Turm drinnen zu verstecken, ist, glaube ich, auch... ...eine ganz dumme Idee. Aber haben wir auch schon gesehen, dass das Leute gemacht haben. Es ist halt nicht so einfach, die da drin zu treffen. Wir sind immer noch D5, also es hat sich noch nichts verändert. Ich weiß halt nur nicht, ob wir jetzt hier so weiterlaufen sollten, weil hier schon wieder eine sehr offene Fläche und da hinten erst recht. Ich weiß noch nicht so richtig, wie wir es machen. Wir laufen jetzt hier einfach erstmal ein bisschen weiter im Wald. Aber wir müssen irgendwann darüber. Das ist halt das Problem. Und hier, ich weiß nicht, ob es vielleicht clever wäre, hier schon in den Wald. Weil da vorne kommt, glaube ich, gar kein Wald mehr. Erst da ganz hinten. Und so viel Zeit werden wir, glaube ich, nicht haben. Bis da hinten zu laufen. Ich weiß es nicht. Wir probieren es jetzt einfach. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Scheint niemand da gewesen zu sein. Aber der Schein kann trügen. Nur noch 34 Leute. Wir sind immer noch bei D5. Jetzt laufen wir Richtung Osten. Immer Richtung Osten. Da kommen die ganzen Sachsen her. So, komm mal, da ist eine Holzhütte. Kommen wir mal in die Holzhütte gehen. Mit ein bisschen looten. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie sicher ich mich hier gerade fühlen soll. Weil mein Gefühl sagt mir, gleich passiert irgendwas. Aber eigentlich hoffe ich, dass gleich nichts passiert. Also ich hoffe schon, dass irgendwas passiert, aber nichts Gefährliches. Und falls doch, dann hoffe ich noch mehr, dass wir es überleben. Ach ja. So, was haben wir hier? Wir haben ja noch ein Military Backpack, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier scheint noch niemand hier gewesen zu sein. Oder war einfach nur Loot faul. Ja, das heißt so. Loot faul. Ah, so. Wir müssen ein bisschen in Richtung Osten. Wir sind jetzt E4. E4 ist auf jeden Fall schon safe. Wir sind jetzt hier so irgendwo. Tja, wir müssen uns aber halt noch irgendwas suchen, wo wir noch safer als safe sind.
sind noch 33 und wir haben keine Schüsse gehört. Das heißt, die beiden Kollegen waren schon mal etwas weiter weg. Wir laufen jetzt einfach mal weiter nach Osten. Ich kann ja mal auf den Berg da hoch. Oder mal gucken, was hinter dem Berg ist. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal das grüne Gas. Wir könnten natürlich auch warten, dass jemand aus dem grünen Gas uns entgegenkommt und ihn dann wegknallen, so in voller Panik, wie sie es schon so oft mit uns gemacht haben. Aber ist natürlich feiger. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Okay, wir müssen weiter nach Norden. Müssen wir da nach da. Dann machen wir das. 31. Da hinten ist ein Camp. Aber das ignorieren wir jetzt mal. Gekonnt. Hier haben wir das mit einer AR-15 getötet worden. 29 nur noch. Has fallen. Has gefallen. Ist er vom Hochhaus gestürzt oder was? Ach du Scheiße. Das ist natürlich bitter. Oder ihm ist das passiert, was uns schon mal passiert ist mit diesem... hier, ne? Sven Hannawald. Ski-Jumping vom Berg runter. Das ist natürlich nicht so schlecht. Der schönste Tod, den man sich hier vorstellen kann. Gestorben durch Fallen. Übelstes Survival. Alle verbluten, beschießen sich, bekriegen sich. Ich bin vom Hochhaus gefallen. Geil. Ich bin im Krieg gefallen. Wie denn? Ja, vom Hochhaus. Bin vom Balkon gestürzt. Nice. Auch eine sehr geile Aussage. Ich bin im Krieg gefallen. Ja? Den will ich mal sehen, der das sagt. So, okay. Scheint wirklich safe zu sein, ja. Verfolgt uns jemand? Sieht auch nicht so aus. Wie sieht's hier auf der Straße aus? Ist auch niemand. Da ist niemand. Das sieht echt alles ziemlich gut aus. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Wenn irgendjemand hinterher kam. Alles klar. Es scheint ziemlich safe zu sein hinter uns. Nice. Da hinten ist auch alles safe. Sieht zumindest so aus. Okay, gut, dann laufen wir mal. Wir sind halt immer noch nicht safe, deswegen, wir müssen halt noch ein Stück laufen. Also, wir sind irgendwie safe, aber halt nicht vor dem Gas. Also, wisst ihr, was ich meine? Wir sind safe, was Spiele angeht. Was Gas angeht, negativ. Aber es ist nicht mehr weit. Wir haben es gleich geschafft. Und außerdem haben wir noch ein Medikit und ein paar Bandagen. Wir sollten da also nicht unbedingt in eine Notsituation kommen. Außer es kommt jetzt noch ein Spieler dazu. Dann wird's kritisch. Aber wir haben ja gerade alles abgescannt und es sah eigentlich ganz gut aus. Es sind aber noch 23 Leute da und die werden jetzt hier irgendwo sein. So groß ist der Kreis nicht mehr. Dass man jetzt sagen kann, die sind auf keinen Fall hier. Können jetzt überall sein und auf uns lauern. Deswegen wäre es besser, wenn wir ihnen auflauern. So, jetzt muss ich, ey, jetzt habe ich echt überlegt, wie man das nennt, wie man das sagt. Ihnen auflauern, so. Okay, wir sind schon safe. Wir können hier schon verweilen irgendwo. Wir können uns ja so positionieren, dass wir eventuell das hier im Auge haben. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Wind oder so, oder ob das irgendein Ingame-Geräusch ist. Oder ob das ein Spieler ist. Hier zum Beispiel kann ich mich erstmal verstecken. 20 Spieler noch.
Okay, dann bleiben wir erstmal hier. So, wir sind auf Bauer auf E3. E3. Ja, wir sind komplett safe. Dann können wir jetzt hier erstmal verweilen. Und kurz abchecken, was hier geht. Hm. 18 Leute noch. Mann, 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 Mann. Wo sind denn die alle? Was, gibt's hier irgendeinen Anhaltspunkt, wo man sein könnte? Nein. Es gibt keine Stadt mehr oder irgendwas. Hier könnten natürlich noch sehr viele gewesen sein, die jetzt nach hier kommen. Wir sind jetzt genau hier drinnen. Irgendwo hier so wahrscheinlich. Hunter's Trucks. Da könnten wir mal hingucken, ob wir vielleicht noch ein Auto finden, schnell. Im Norden. Vielleicht können wir noch ein Auto ergattern. Wobei uns das jetzt in dieser kleinen Map nicht mehr so viel bringt, aber... Ihr kennt den Trick. An jemanden vorbeifahren, aussteigen. Nack, 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 tot. Ja. Hat immer sehr gut gegen uns funktioniert. Vielleicht sollten wir es auch mal ausprobieren. Vielleicht ist das... Das Mittel, um hier zu gewinnen. Die ganzen, ich sag mal, erfahrenen Spieler hier mit den ganzen Skins und so, die haben auch immer Granaten dabei und fahren immer mit Autos rum. Weil die genau wissen, wenn man im Auto fährt, kann man halt diesen komischen, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Bug-Trick machen, weil man die sehen sich ja selber schon in-game, bevor wir sie sehen. Bei uns fahren sie halt mit dem Auto mal ein Stück weiter, dabei stehen die eigentlich schon draußen und wir gucken halt dem Auto hinterher und auf einmal stehen die wieder rechts neben uns oder so. Und deswegen haben die halt immer Granaten dabei, halt um die gar nicht erst aussteigen zu lassen, sondern halt vielleicht schon mit Auto hochzujagen einfach. Meine Theorie. Theorie made by T-Bones. So. Ich habe nur keine Ahnung, ob das so stimmt. Vielleicht müsste ich mir mal ein paar von so ein paar Twitchern mal so ein paar Videos angucken, wie die das machen. Und dann einfach mal ein bisschen faken. Ein bisschen, ne? Nachahmen. So. Hat sehr gut funktioniert mit dem Truckstop, weil der ist schon im Gas. Scheiß Dreck. Okay, dann laufen wir mal da Richtung Berg. Ich denke mal, da werden sich jetzt noch einige versammeln. Da hinten ist noch ein Camp. Ich glaube, wir waren hier schon mal als letzten Punkt. Da sind wir von dem Camp gerade darüber gelaufen, Richtung Berg. Da oben haben sich gerade zwei beschossen. Oh, eine Lootkiste. Und dann wurden wir von dem giftigen Gas dahin gereckt. Erinnert ihr euch? Wir wollten uns im Gas verstecken und uns mit Medikits halt am Leben erhalten. Und das hat aber nicht funktioniert, weil das Gas halt so schnell unser Leben runtergezogen hat, dass selbst das Medikit nichts mehr machen konnte. Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Da habe ich mich nämlich sehr geärgert. Da waren wir, glaube ich, auf Platz 3 und die beiden haben sich gerade beschossen. Das heißt, wir hätten es locker auf Platz 2 oder sogar 1 geschafft. Aber das Gas, ne, war halt schneller. So, jetzt holen wir uns noch die Lootkiste. Oh, hier waren... Ah, ne, das war das Flugzeug. Ich wollte gerade sagen, wir waren mit Granaten geschmissen, aber hier wird. Nicht hier werden, hier wird. 16 Leute auf so einem kleinen Kreis. Wo sind die alle? Okay, wo ist die Lootkiste? Da hinten ist ein Haus. Die Lootkiste muss hier irgendwo gelandet sein. Oder ist sie direkt auf dem Berg gelandet? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wieso werden jetzt hier so viele Bomben abgeworfen auf der einen Stelle? An dem mal da abgeworfen, wo diese Lootkiste ist? Sollten wir noch ein bisschen wegbleiben? Zumindest sollten wir uns nicht ganz so nah ranstellen. Da hinten ist ein Haus. Es ist ja alles ziemlich gefährlich. Hier ist alles ziemlich offen. Ich sehe aber auch niemanden. Oh, wir müssen wieder weg. Ich renne hier wieder weg. Das könnt ihr vergessen. Das ist mir zu gefährlich. Alter Finne. Was ist denn mit den scheiß Flugzeugen los? Da hinten, Qualms, da ist sie, die Kiste. Aber ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der die haben. Glaube ich, will die haben. Ich will wieder so einen coolen Tarnanzug. Wir laufen jetzt hier einfach hoch. Komm, wir sind so gut bewaffnet. Was soll denn schief gehen? Kann ich... Eigentlich kann ich nicht hoch.
Weiß nicht, ob derjenige auf uns schießt, der da gerade schießt. Schon von dem Haus da hinten. Nein, oh, geh da hoch, Mann. Da hinten ist ein Auto. Vor den Autos sind wir natürlich hier oben auch ein bisschen sicherer. Ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, hier oben auf den Berg rumzulaufen. Lootkiste ist da. Okay, wir gehen mal hier so ein bisschen seitlich am Berg entlang, damit er uns von dem Haus da hinten nicht sieht. Ah, okay. Dafür sehen sie uns von da. Gehopst wie gesprungen. Das ist natürlich doof. Die ist natürlich sehr gut platziert. Ich höre hier irgendwelche Schritte. Die sind, glaube ich, nicht die einzigen hier oben auf dem Berg. Moment. Ich will mal kurz lauschen. Hm. Ich würde mir die Kiste schon gerne holen. Aber das ist einfach zu gefährlich. Ich meine, ist ja schon gefährlich genug gewesen, hier hochzulaufen. Aber was ist denn das hier eigentlich? Hier waren wir auch noch nie, oder? An diesen Häusern? Ich kann mich nicht erinnern, die jemals gesehen zu haben. Geschweige denn, da überhaupt reingegangen zu sein oder so. Jetzt kommt ein Auto. 13 Leute noch. Ah, ist klar, irgendwas, das Auto kaputt gemacht. Was macht der jetzt? Läuft der? Alles klar. Das Spiel läuft sehr flüssig. Auch aus der Distanz. Schießt er auf mich? Oder wird er beschossen? Wo ist jetzt das Auto? Da. Okay, das Auto hat auch gerade jemand zerstört. Bei dem weiß ich aber nicht, wo der Typ hingegangen ist. Aber so weit weg kann er doch eigentlich nicht sein. Auf jeden Fall machen jetzt irgendwie alle ihre Autos kaputt. Warum auch immer. Okay, wir gehen jetzt mal hier runter. Das ist mir hier oben alles zu gefährlich. Wir laufen jetzt runter mit der AK. Okay, was sagt die Map? Achso, wir sind ja safe. Hier ist der Berg. Hm. Wobei wir hier unten auch safe sein könnten. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Wir suchen uns jetzt hier irgendeine Hütte und verstecken uns da drinne. Bis das Game vorbei ist. Nehmen wir gleich die hier? Bin mir noch nicht so sicher. Ja, wir bleiben hier in der Dusche. Geil. Jetzt mal unscheiß, das ist keine dumme Idee. Shotgun. So. Und so. Und jetzt warten wir. Wir sind bei E3. Ja, wir müssen eigentlich safe sein. Ach nee, warte mal, wir sind Richtung Norden gerannt vom Berg, ne? Wir sind, glaube ich, hier oben. Ich glaube, wir hätten in die andere Richtung muss. Bin mir gerade nicht sicher. Das verunsichert mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, wir können hier doch nicht bleiben. Der Berg ist südlich von uns. Ja, wir müssen auf die andere Seite des Berges. Das ist natürlich doof. Okay, wir laufen nochmal hoch. Obwohl, nee. Da hochzulaufen ist auch eine dumme Idee. Verdammt, wie machen wir's? Wir müssen irgendwie darüber. Auf die andere Seite. Ach ja, da ist jemand. Nein, ach komm. Mann, ich bin so ein beschissener Schütze. Naja, Platz 12. Mit einer Hunting Rifle. Ah, okay. Dass ich das Duell verloren habe, gehe ich ein. Wer hat halt die bessere Waffe auf der Distanz? Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War eine coole Runde eigentlich. Schade, dass es jetzt nicht weitergegangen ist. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis dahin. Tschüss.